Kaufen, 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 meine Damen und Herren. Es ist ja so schön günstig. Es wird nie wieder günstiger, denn es gibt keine Risiken mehr. Notenbanken und Impfstoff machen es möglich, dass Aktien jetzt nur noch steigen werden. Das ist so ein bisschen der Tenor derzeit an den Märkten. Geradezu typisch bei einem Kommentator hier auf Finanzmarktwelt mit dem Nickname Roland. Mein absoluter Lieblingskommentator, weil er diese Mentalität genau auf den Punkt bringt. Ich glaube wirklich, er meint es ernst. Vielleicht ist das auch jemand, der sich da Scherze erlaubt, aber das macht er dann sehr stringent. Jedenfalls schreibt er, es ist nur noch einfach, war das früher wirklich mal so, dass man an der Börse Verluste gemacht hat. Ich habe mal irgendwas von einem Bärenmarkt gehört. Was ist das? Die Armen, die früher ohne garantierte Hilfen der Notenbank auskommen mussten, da haben wir es doch heutzutage viel besser. Egal, was ein Unternehmen sagt, was die Konjunkturdaten zeigen, die Notenbanken sichern ab und wir Anleger machen dicke Kasse etc. etc. Warren Buffett hat mal den Satz gesagt, price is what you pay, value is what you get, und meinte damit, das, was man jetzt bezahlt, ist eben eine entscheidende Kenngröße für die Rendite in der Zukunft. Wenn ich sehr teuer kaufe, dann schmälert sich meine Renditechance, und wie wir sehen werden, ist es jetzt nicht gerade billig, sondern es ist teurer als 1929, damals die Euphorie, bevor dann plötzlich die Weltwirtschaftskrise ausbrach und die Aktienmärkte crashen. Damit sage ich nicht, dass die Aktienmärkte jetzt wieder crashen werden, aber wer jetzt etwas längerfristig denkt, der hat natürlich bei aktuellen Bewertungsniveaus schon ein Thema mit der längerfristigen Rendite, wenn man sich den historischen Kontext mal anschaut. Aber zunächst mal zu dem, was gestern der Fall war. Wir haben wieder hier Energie gesehen als Hauptgewinner. Das war der Sektor, der also wieder gut gelaufen ist, mithin also der Corona-Verlierersektor, der jetzt seit der Impfstoffhoffnung am besten läuft. Da war auch ein Stück weit wieder Stimulus-Optimismus dabei. Nachdem Schumer und Pelosi gesagt haben, okay Mensch, lasst uns doch diese Stimulusgespräche wieder aufnehmen, lasst uns doch eine Einigung finden, vielleicht bis zum Wochenende, aber es ist eben so, dass beide Seiten noch sehr weit entfernt sind. Hier haben jetzt Schumer und Pelosi gesagt, okay, lasst uns doch diesen Kompromissvorschlag mal annehmen, der sieht knapp über 900 Milliarden Dollar an Stimulus vor. Das beinhaltet dann Schecks für die Amerikaner von 300 Dollar pro Woche. Allerdings ist eben die Frage, wie weit und wie lange soll das Ganze gehen? McConnell, der Republikaner, hat ja dann gesagt, naja, also wir sind eigentlich nicht bereit, so viel zu machen. Was hier verhandelt wurde, dieser Kompromissvorschlag mit über 900 Milliarden, das haben Parteikreise der Demokraten und der Republikaner sich ausgehandelt, aber McConnell ist dagegen, wie es heißt, der will nur um und bei 500 Milliarden. Jedenfalls ist das doch so, dass man hier noch weit entfernt ist, und jetzt muss man erstmal verhindern, dass ein erneuter Government Shutdown kommt, weil man eben keine Gelder mehr hat, weil jetzt eben diese Schuldenobergrenze wieder angehoben werden muss. Jedenfalls hat das den Märkten gestern ein bisschen geholfen, dieser Optimismus, ja, Stimulus, da wird doch was passieren. Aber es muss wohl auch was passieren, denn vor allem die kleinen Small Businesses, die kleinen Firmen in den USA, die ja um und bei 50% der Angestellten zählen oder die 50% der Beschäftigung ausmachen, da ist jetzt das Business Confidence auf ein neues 4-Jahrestief gefallen. Kein Wunder, wir werden gleich noch sehen, dass jetzt auch in den USA Lockdowns immer näher rücken. Und wir haben dann die Situation, dass man sich jetzt immerhin schon mal geeinigt hat auf die sogenannte National Defense Authorization Act. Geht es also um die Finanzierung des Militärs. Hier hatte ja Donald eigentlich gesagt, ja, würde ich mein Veto einlegen, wenn diese Section 230 nicht abgeschafft wird, also dieser Schutz vor allem von Social Media Plattformen. Jetzt hat man sich da scheinbar geeinigt zwischen Republikanern und Demokraten. Also es sieht ein bisschen so aus, wie FS Macro hier kommentiert, dass man jetzt Trump nicht mehr allzu ernst und wichtig nimmt, spielt irgendwie keine Rolle mehr. Hier, wie ich finde, eine gar nicht unlustige Karikatur dazu. Aber wir sehen, insgesamt ist natürlich jetzt die Lage in den USA noch desaströser als andernorts. Wir sehen hier die totale Verschuldung oder die Gesamtverschuldung der USA, wenn wir jetzt einfach mal die Haushalte mit einrechnen, die Staatsverschuldung mit einrechnen und die Unternehmensverschuldung mit einrechnen, sehen wir, dann sind wir bei 280% des BIPs. Und die untere Grafik zeigt, die ich schon öfter gezeigt habe, dass jeder fünfte Dollar etwas mehr als
fünfte Dollar, der jemals produziert wurde, in diesem Jahr produziert wurde, 21% aller Dollars, sind entstanden im Jahr 2020. Und das führt offenkundig dazu, dass die Investoren sagen, oh, der Dollar, der wird abwerten. Wir sehen jetzt eine absolute Rekordpositionierung auf der Short-Seite gegen den US-Dollar. Gab es in der Form noch nie und man scheint recht zu bekommen. Euro-Dollar über der 1,21er Marke. Der Dollar verliert also an Wert, weil man sich sagt, ja, okay, da wird schon Stimulus kommen. Das wird den Dollar schwächen, weil sozusagen ja dann die Schuldenaufnahme steigen wird. Dann wird Inflation vielleicht kommen, aber die Fed wird die Zinsen nicht schnell anheben. Also es ist jetzt alles gegen den Dollar so gerichtet, so meint man. Aber oft kommt es dann doch anders, als viele denken. Wir werden sehen. Jedenfalls, und das ist interessant, sehen wir, dass die Renditen ja ansteigen für Staatsanleihen. Wir waren jetzt gestern bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe knapp unter der 1% und jetzt sagt hier von dem Morgan Stanley, der Top-Analyst, ja, also ich erwarte, dass die Renditen weiter steigen und das wird dann ein Gegenwind für die Aktienmärkte sein, denn wir sehen hier unten, wir haben jetzt bei der 30-jährigen Staatsanleihe schon eine bessere Rendite als beim S&P 500 Dividendenrendite. Das ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass das passiert und damit werden Staatsanleihen natürlich als Renditeobjekt wieder attraktiver, US-Staatsanleihen, und das wiederum könnte dann auch den Dollar ein bisschen stärken. Aber schauen wir uns dann andere Exzesse mal an. Ich hatte gestern von einigen gesprochen. Hier sehen wir, dass jetzt die Corporate Bonds, also die Rendite für Unternehmensanleihen, die Risikoprämie, Rendite für Unternehmensanleihen, ist jetzt unter die Inflationserwartung gefallen. Das ist das erste Mal. Das heißt, wenn jetzt die Inflationserwartung recht hat, also wenn die Märkte die Inflation Erwartungen einpreisen für die nächsten Jahre recht haben, dann würde jemand, der jetzt US Corporate Bonds kauft, also praktisch Unternehmensanleihen kauft, dann würde der Verlust machen, weil die Inflation das auffressen würde, was die Rendite für die Unternehmensanleihen bringt. Und wir wissen ja, wir haben eine sogenannte Triple B Bombe. Wir haben also ein immenses Volumen an Unternehmensanleihen, die gerade noch Investment Grade sind, also die gerade noch vor Junk-Status stehen. Dementsprechend sind die Risiken auch nicht unerheblich in diesem Bereich, werden aber nicht mehr bepreist. Nicht bepreist auch Risiken natürlich hier etwa im S&P 500. Wir sehen, dass wir hier praktisch jetzt am oberen Bollinger Band angekommen sind. Und was Sie oben und unten sehen, das ist der MFI, das ist der Money Flow Index, und unten der Check-in Money Flow Index. Das ist praktisch ein Ausweis dafür, wie viel Conviction, wie viel Überzeugung in einer solchen Rallye ist, wie viel Momentum wirklich hier der Fall ist. Und wir sehen, das Momentum ist schwach, viel schwächer als bei den letzten Rallyes. Wir sehen, dass das Smart Money in dieser Rallye nicht mitmacht. All das heißt nicht, dass die Aktienmärkte nicht noch weiter steigen können, aber die Risiken sind nach meiner Auffassung immer größer, werden immer größer angesichts dieser Euphorie, angesichts dieser Haltung. Es kann gar nichts passieren, nichts wird passieren. Niemand ist abgesichert mit Puts. Die Investoren sind all in gegangen, vor allem die Profi-Investoren, die Privatinvestoren über Call-Optionen all in. Also das ist natürlich eine Situation, die gefährlich ist. Ähnlich gefährlich vielleicht wie 1929. Damals gab es eine ähnliche Euphorie. Jetzt sind wir ein bisschen teurer, was die sogenannte CAPE Ratio betrifft. Das ist ja praktisch das inflationsbereinigte Kursgewinnverhältnis der letzten 10 Jahre. Und hier sehen wir, wir waren nur einmal in der Dotcom-Bubble teurer als jetzt. Jetzt haben wir gewisserweise die Corona-Bubble, hat man den Eindruck. Aber niemand interessiert. Wenn wir uns jetzt mal an die Dotcom-Bubble zurückerinnern und schauen, was waren damals die 10 marktschwersten Titel, dann sehen wir, dass kein einziger dieser marktschweren Titel damals, dieser 10 größten Aktien, die Indizes geschlagen hat in den nächsten Jahren, in den nächsten 10 Jahren genauer gesagt. Natürlich waren damals auch ein paar Schrottunternehmen dabei, aber es gab ja damals auch schon eine Microsoft, es gab damals ja schon große Unternehmen. Jedenfalls, als diese hochgepusht wurden, war das dann für die nächsten Jahre auch keine gute Geschichte, was die Renditeerwartung in diesen Aktien betrifft. Price is what you pay.
Value is what you get, wie Warren Buffett sagt. Und wir haben jetzt diese Corona-Situation als weiteres Risiko. Gestern ja die Mitteilung, dass in Deutschland bis mindestens 10. Januar Restaurants und Hotels geschlossen bleiben. Jetzt die neuesten Zahlen, über 22.000 Neuinfektionen und vor allem 479 Tote, zweithöchste Todeszahl seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland. Und wir sehen in den USA auch desaströse Zahlen. Wir haben knapp 200.000 Cases jetzt gesehen, höchste Zahl ever. Wir haben jetzt über 100.000 Hospitalisierungen, höchste Zahl ever. Und wir liegen mit 2.733 Toten auch ganz knapp an dem Höchststand. Und jetzt hat Los Angeles eine Lockdown-Stay-at-Home-Order erlassen. Es ist verboten, jetzt alle Tätigkeiten, die nicht absolut essentiell und existenziell sind. Man darf irgendwie nicht mit dem Rad rumfahren, weil man einfach Lust hat. Man darf nicht Motorrad fahren, weil man einfach Lust hat. Also haben wir jetzt praktisch in Los Angeles schon Lockdown-Maßnahmen wie im Frühjahr. Möglicherweise wird das dann auch weitere Bereiche der USA umfassen. Also da ist natürlich ein Punkt, der vielleicht von den Märkten nicht so berücksichtigt ist. Und wir haben jetzt weiter ein gewisses Bullying, wie man in den USA sagt. Also ein gewisses Mobben der Amerikaner gegenüber den Chinesen. Jetzt hat das Abgeordnetenhaus auch eine Bill verabschiedet, zuvor schon der US-Senat, wonach chinesische Firmen degelistet werden können, also praktisch von der Börse genommen werden können, wenn sie nicht akzeptieren, dass sie von amerikanischen Behörden beaufsichtigt werden und analysiert werden oder kontrolliert werden. Die großen chinesischen Firmen, die an der US-Börse notiert sind, die werden schon durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften begutachtet, viele kleinere aber nicht. Und da gibt es viele Fraud-Unternehmen, die irgendwelche Dinge versprechen, die gar nicht der Fall sind. Wie auch immer, zum Beispiel heute jetzt auch noch die Meldung, dass für Mitglieder der Kommunistischen Partei die Einreise in die USA erschwert wird. Also wir sehen in den letzten Tagen und Wochen der Amtszeit von Donald Trump wird hier nochmal richtig Gas gegeben, aber das sind Republikaner und Demokraten scheinbar beide einer Meinung. Also das soll es erstmal gewesen sein. Kaufen, 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 meine Damen und Herren. Es wird nie wieder so günstig wie jetzt. Kleiner Scherz am Rande. Ich wünsche einen wunderbaren Start in den heutigen Handelstag und sage Servus und Ciao.